Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Atomwaffen sind in der Vorstellung vieler Menschen überflüssig. Und dennoch sind Atomwaffen Bestandteil unserer Realität. Atomwaffen sind Teil der Welt, in der wir leben. Und gerade deshalb ist ein vernünftiger, ideologiefreier Umgang mit der Frage der nuklearen Abrüstung dringend geboten. Wir leben in einer Zeit, in der die globale Sicherheitsstruktur sich völlig verändert und in der Atomwaffen wieder eine verstärkt strategische Rolle spielen. Wir erinnern uns an den historischen Schritt Mitte der 80er Jahre. Wir erinnern uns an den INF-Vertrag und das Wirken von Ronald Reagan und Michael Gorbatschow und die damit verbundene strukturelle Abrüstung. Natürlich verfolgen wir das Ziel einer atomfreien Waffenwelt, einer atomwaffenfreien Welt. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein gewisser reeller Blick auf diese Welt und die Realität ist geboten. Russland hat mit seinem militärischen Eingreifen in der Ukraine diesem Ziel enorm geschadet. In der Folge sind auch andere Nuklearmächte nicht zu weiteren Abrüstungsmaßnahmen bereit. Schauen wir uns die Situation an. Russland positioniert landgestützte Mittelstreckenraketen und arbeitet an taktischen Nuklearwaffen. Raketen- und Nuklearprogramme im Nahen und Mittleren Osten stellen auch eine Bedrohung für Europa dar. Nordkoreas atomare Drohgebärden werden lauter, die Rhetorik der Nuklearmächte schärfer und Regierungschefs vergleichen die Größe ihres roten Knopfes wie pubertierende Halbstarke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja eigentlich wieder einmal das Gleiche. Die Linke holt diesen Antrag zum Atomwaffenverbot aus der Schublade und liegt meistens ganz oben in der Schublade. Aber es ist auch symptomatisch, dass genau bei solch einem Schaufensterantrag ausgerechnet die AfD der Linken beispringt. Hier geht es, meine Damen und Herren, aber nicht um Schaufensteranträge. Hier geht es um eine klare, vernunftsorientierte Politik. Und das macht eben den politischen Unterschied in diesem Haus. Ja, auch wir als Union treten für eine spürbare nukleare Abrüstung ein. Doch für uns muss stets die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund stehen. Abrüstung darf daher kein politischer Selbstzweck, Sicherheitspolitik keine Frage von ideologischen Ansätzen sein. Sicherheitspolitik muss stets eine Frage von Notwendigkeit und Machbarkeit bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein ideologiefreier Blick auf die Realität lässt dann eben schnell erkennen, Nuklearwaffen spielen eben mal eine strategisch elementare Rolle in der Sicherheitspolitik weltweit. Und daran ändert auch ein schlichtes Verbot schlichtweg nichts. Erst recht kein Verbotsvertrag, an dessen Ausarbeitung keiner der neuen Atommächte überhaupt teilgenommen hat. Dieser Atomwaffenverbotsvertrag wurde in Abwesenheit derer verhandelt, um die es eigentlich geht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das zeigt doch das eigentliche Problem. Wir müssen die Atommächte wieder zu einem gemeinsamen globalen Sicherheitsverständnis bewegen. Und dazu muss Deutschland eine moderierende, vermittelnde Rolle gerade zwischen den USA und Russland einnehmen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, wer redet denn im Spiel der Großen noch mit einem Spieler, der gar nicht mehr auf dem Spielfeld steht? Ja, auf deutschem Boden stehen amerikanische Atomwaffen. Diese Waffen sind ein notwendiges Übel. Denn diese Waffen sichern Deutschland nicht nur eine Teilhabe am nuklearen Schutzschirm der NATO über Europa, sondern eben auch ein Mitspracherecht im Bündnis. Nur durch eine vernünftige nukleare Teilhabe sichern wir uns überhaupt als Deutschland die Möglichkeit der Einflussnahme auf die Atommächte mit einem klaren Ziel, nukleare Abrüstung. Mit einem Beitritt zu dem Atomwaffenverbotsvertrag würden wir uns selbst unserer Stimme in der NATO in dieser Frage berauben. Um es einfach zu sagen, mit einem solchen Verbotsvertrag verlieren wir jeglichen Einfluss auf die künftige Entwicklung der nuklearen Auf- oder, was wir eben wollen, der nuklearen Abrüstung. Im Koalitionsvertrag verpflichten wir uns, für ein neues nukleares Wettrüsten auf unserem Kontinent dieses zu vermeiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist unser aller gemeinsames Ziel. Doch sowohl Rüstungskontrolle als auch Abrüstung können nur mit Nuklearmächten funktionieren, weder ohne sie noch gegen sie. Deswegen ist nukleare Teilhabe unerlässlich. In dieser Weise werden wir als Deutschland unserer Verantwortung für Deutschland, für Europa, auch mit Hinblick auf unsere transatlantischen Partner gerecht. Deswegen lehnen wir diesen Antrag ab und werden bei dieser Haltung auch im Ausschuss bleiben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Der nächste Redner ist der Kollege Michael Kuffer von der CDU-CSU-Fraktion.